Ich bin sofort dafür, dass wir jede Ausnahme koppeln an ein hartes Energiemanagementsystem, dass das nachgewiesen werden muss und dass nur die befreit werden, die alles physikalisch Mögliche und wirtschaftlich noch irgendwie Vertretbare gemacht haben, um den Stromverbrauch, den Energieverbrauch zu minimieren. 100 Milliarden Förderung für erneuerbare Energien, über 500 Milliarden für fossile Energien. Das kann ja nicht sein. Ich meine, wir fördern uns zu Tode. Ja. Ja, und die eine Förderung korrigiert die andere. Also wir brauchen sowohl die Eigenversorgung als auch die Kraft-Wärme-Kopplung. Aber was wir hauptsächlich brauchen, ist ein intelligentes Netz. Eine Verbindung, sogenanntes Smart Grid, wo also diese unterschiedlichen Versorgungsformen intelligent gesteuert werden zu einer Kommunikationsplattform. Gerade in einem Land wie Deutschland, wo ja Heizen im Privatbereich ein großer Energieverbrauch ist und mehr die zukünftigen Heiztechnologien, auch wenn der Energiebedarf runtergeht, Richtung Elektrotechnik geht, wenn ich an Wärmepumpe und solche Dinge denke, was ja auch ökologisch Sinn macht, dass wir wegkommen vom Verbrennen von Öl und Gas fürs Heizen, ist ja eigentlich viel zu schade dafür. Dann brauchen wir Netze, die vielfältig sind. Wir haben also jetzt gerade den Energieeffizienzfachbetrieb kreiert. Wir bilden unsere Betriebe weiter. Wir bilden unsere Betriebe und die Inhaber zu Systemintegratoren weiter. Und ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg. Denn da können wir Energieeffizienz umsetzen. Und das ist eigentlich die Antwort auf die Energiewende. Kein anderes Land wird in der Lage sein, so schnell sich technologisch, auch mit Blick auf entsprechendes Einsparpotenzial an die Spitze zu setzen und damit, das ist auf dieser Messe ja mit Händen greifbar, an jeder Ecke, Produkte zu entwickeln, Dienstleistungen zu entwickeln, die danach weltweit nachgefragt werden. Also ich finde, die beste Antwort geben wir hier in Frankfurt auf der Light and Building unter dem Motto, die beste Energie ist die Energie, die nicht verbraucht wird.